Haben wir uns alle geirrt und werden die Mt. Gox-Auszahlungen doch überhaupt keinen Effekt auf den Kurs haben? Was wir auf jeden Fall schon mal sehen, ist, dass wir mitten in der größten Rückzahlung von Bitcoin der Geschichte stecken. Der Mt. Gox-Treuhänder hat jetzt in den letzten 24 Stunden Bitcoins in Milliardenhöhe verschoben und versendet. Die Börse Kraken hat sogar schon bestätigt, dass sie ihren Anteil vollständig erhalten haben und die Auszahlungen in den nächsten 7 bis 14 Tagen stattfinden. Und trotzdem steht Bitcoin entspannt bei über 65.000 US-Dollar. Heute schauen wir uns daher mal ganz genau an, was dahinter steckt, denn das ist wirklich sehr wichtig für den mittelfristigen Verlauf von Bitcoin. Wir schauen auf den potenziellen Bitcoiner-Vizepräsidenten von Donald Trump. Es gibt Ethereum-News, das Thema XRP, denn hier haben wir in dieser Woche wirklich ordentliche Kursanstiege gesehen und wie immer vieles mehr. Willkommen zurück bei Think It Crypto. Mein Name ist Sami. Auf diesem Kanal gibt es die wichtigsten und aktuellsten Krypto-News in 10 oder weniger Minuten und ich würde mich mega freuen, wenn du dir kurz die Zeit nehmen könntest, dieses Video zu liken und eventuell einen Kommentar zu schreiben, denn das unterstützt mich wirklich sehr dabei, mehr solcher Videos für euch zu produzieren. So, Mt. Gox verschiebt 139.000 BTC im Wert von fast 9 Milliarden US-Dollar. Auf jeden Fall die Breaking-Schlagzeile von gestern, denn bei 10 Milliarden US-Dollar, die insgesamt verteilt werden, sind 9 Milliarden an Transfers wirklich eine ganze Menge. Wenn man sich das Ganze mal aber etwas näher anschaut, dann sieht man, am Ende waren es 3 größere Transfers von je ca. 45.000 Bitcoin, der erste an eine zweite Mt. Gox Wallet, also einfach ein interner Transfer, und die anderen beiden an unbekannte Wallets. Macht das Ganze etwas schwer, denn unbekannte Wallet könnte natürlich bedeuten, dass das auch eine andere Mt. Gox Wallet ist oder eben wirklich schon eine Kryptobörse. Es ist also ein bisschen voreilig zu schreiben, wie das Cointelegraph beispielsweise auch gemacht hat, dass nun wirklich 6 Milliarden die Wallets verlassen haben, aber bei einer der Transaktionen, der größten tatsächlich von über 48.000 Coins, wissen wir, dass es sehr wahrscheinlich die Kryptobörse Kraken war. Denn die hat, wie im Intro schon gesagt, angekündigt, dass sie nun alle Bitcoins erhalten haben und diese in den nächsten 7 bis 14 Tagen verteilen werden, heißt immer noch vor Anfang August. Und ich glaube, man kann auch wirklich schon sagen, die Gesamtheit der Coins wird dann in den nächsten vielleicht 1 bis 2 Monaten verteilt. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie lange die Börsen dann brauchen, um dir das Geld oder die Coins dann auch wirklich an die jeweiligen Kunden zu transferieren. Aber klar ist, das, was so viele für so eine lange Zeit befürchtet haben, hat nun wirklich begonnen. Wenn es jetzt aber erst losgeht, wie kann man dann jetzt schon sagen, dass die Verkäufe den Preis von Bitcoin gar nicht nach unten treiben werden? Letztendlich liegt es daran, dass die Menge an verteilten Coins, und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber gar nicht wirklich ausreicht, um den Preis von Bitcoin richtig nach unten zu treiben. Hier seht ihr die potenzielle Verkaufsliquidität von Mt. Gox in lila im Vergleich zum realisierten Preis von Bitcoin in grau. Man braucht wirklich eine Lupe, um den Mt. Gox-Anteil überhaupt zu erkennen. Oder das andere Beispiel, was ich auf diesem Kanal auch schon mal gebracht hatte, 10 Milliarden US-Dollar werden ja verteilt, das ist aber weniger als das Handelsvolumen von Bitcoin an einem einzigen Tag. Beim Verkauf der deutschen Regierung war es genau das gleiche, alle hatten Angst, weshalb der Kurs einstürzte, als dann aber wirklich mal innerhalb von 4 Tagen zwischen dem 7. und 10. Juli 40.000 Coins verkauft wurden, bewegte sich Bitcoin eigentlich nur seitwärts. Was ich damit sagen möchte, ist, dass bei solchen Überhängen es gar nicht wirklich darum geht, wie viele Coins verkauft werden, sondern wie der Markt reagiert und vor allem die Händler, die dann wirklich so viele Coins verkaufen oder auch einkaufen, dass der Preis richtig bewegt werden kann. Und weil jetzt halt wirklich das Ganze losgeht und auch schon die ersten großen, richtig angsteinflößenden Transfers passiert sind, der Markt aber trotzdem eigentlich gar nicht darauf reagiert hat, Bitcoin macht mit seiner Erholung ganz normal weiter, eben wie gesagt über 65.000 Dollar, ist das schon ein sehr gutes Zeichen dafür, dass vielleicht der Markt gar nicht mehr so viel Angst vor den Rückzahlungen hat. Einige Analysten hatten ja gesagt, dass sich die Bitcoin-Wale die Taschen voll machen werden in den nächsten Wochen, während Kleinanleger den Einfluss von Mt. Gox komplett unterschätzen und aus Angst verkaufen werden. Jetzt kann es aber sein, dass diese Wale gar nicht mehr dafür die Möglichkeit bekommen, weil der Markt selbst verstanden hat, also auch die Kleinanleger, dass das ganze Drama vielleicht gar nicht so ein großes Drama ist. Oder einfach, weil sich der Markt von anderen Themen ablenken lässt oder diese mehr in den Vordergrund stellt, wie beispielsweise, dass es bei den Bitcoin-Spot-ETFs wieder richtig zur Sache geht. Mit gestern, dem 8. Tag in Folge von Zuflüssen und dann auch noch im Wert von über 420 Millionen US-Dollar, der höchste Wert in 6 Wochen. Plus der Aussage von Bernstein, dass Bitcoin-ETFs dieses Jahr im 3. und 4. Quartal bei großen Wirehouses und großen Bankplattformen zugelassen werden und viele daher von einer kommenden zweiten Welle sprechen. Dann, bevor es mit den restlichen News weitergeht, von Ethereum über XRP bis hin zu Donald Trump, kurz die Erinnerung, dass das
20.000 Euro Bitpanda Gewinnspiel nur noch bis morgen geht. Das Ganze hängt ja im Zusammenhang mit den neu gestarteten Krypto-Indexes, wo verschiedene Kryptowährungen in ein Produkt gebündelt werden. Heißt, man investiert beispielsweise in einen Index und hält dann automatisch die Top 5 Kryptos, Top 10 Kryptos, Top 25 Kryptos oder nur DeFi-Coins, nur Meme-Coins und so weiter. Jetzt 20 Nutzer, die eben aber nur noch bis morgen mindestens 10 Euro in einen Krypto-Index auf Bitpanda investieren, gewinnen 500 Euro vom Krypto-Index 5. Heißt, diese 500 Euro werden dann in deinem Portfolio verteilt sein auf die 5 größten Kryptos. Ist eine sehr coole Aktion, nicht nur weil man Geld gewinnen kann, sondern auch weil die Indexes sicherlich generell für viele sehr interessant sind. Und falls ihr noch kein Bitpanda-Konto habt, keine Sorge, die Anmeldung geht wirklich nur ein paar Minuten und ihr könnt das gerne über den ersten Link in meiner Beschreibung machen, denn das unterstützt auch noch diesen Kanal. Dann machen wir weiter mit Donald Trump, der natürlich immer noch positive Sachen über Krypto sagt, wie beispielsweise zuletzt, dass er möchte, dass die USA die Kontrolle über Kryptowährungen haben, bevor es spezifisch China tut. Und er kündigte auch an, dass er eine 4. NFT-Kollektion rausbringen wird, was immer noch Sinn ergibt, wenn man beispielsweise berücksichtigt, dass eine neue Umfrage zeigt, dass 25% der gesamten Amerikaner Krypto als essentiellen Bestandteil ihres Portfolios sehen. Das vielleicht Wichtigste in Bezug auf Trump und Krypto ist momentan aber wahrscheinlich das Thema Vizepräsident. Trump ernennt nämlich nun den Pro-Krypto-Bitcoin-Holder J.D. Vance zum Running Mate, was bedeutet, wenn Trump Präsident wird, wird J.D. Vance zum Vizepräsidenten. Am Anfang war ich da auf jeden Fall etwas skeptisch, vor allem bei Schlagzeilen wie Trumps Vizepräsidentwahl J.D. Vance könnte eine neue Ära für Krypto einleiten, weil halt oftmals die Medien Leute schon als Pro-Krypto einstufen, nur weil sie irgendwann mal irgendwas Positives über Bitcoin gesagt haben. Dieser J.D. Vance ist aber wirklich Pro-Krypto. Ich könnte euch erklären, dass er selbst Bitcoin hält, im Senat einer der lautstärksten Befürworter von Web3 ist oder einige der kryptofreundlichsten Gesetze mitentworfen hat. Ich glaube aber, dieser Clip hier, wo er über den SEC-Chef Gary Gensler spricht, erklärt eigentlich sehr gut, was er für eine Person ist. If there's a candidate for worst person, in my view, at least in terms of my disagreements, I'm sure he's like a nice guy, is Gary Gensler. Okay, so Gary Gensler is sort of the complete opposite of my view. Er ist in seinen eigenen Worten genau das Gegenteil von Gary Gensler und wir wissen ja alle, was Gensler von Krypto hält. Von daher kann es oder wird es sehr wahrscheinlich auch sehr positiv für Krypto sein, wenn dieser J.D. Vance zum Vizepräsidenten wird. Übrigens, wir haben jetzt auch das volle Line-up für die Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville mit echt sehr, sehr großen Namen. Wir haben natürlich Donald Trump, dann Robert F. Kennedy Jr., Cathie Wood, Michael Saylor, Edward Snowden und Vivek Ramaswamy. Das ist wirklich mal eine Ansage. Des Weiteren haben wir aber noch das Thema Ethereum mit der Überschrift Zulassung der Ethereum-ETFs nächste Woche. Ich weiß, mittlerweile ist das Ganze irgendwie so eine Sache von es kommt halt wann es kommt, weil es irgendwie jede Woche um eine Woche nach hinten verschoben wird, aber zum einen erklärt der ETF-Experte Eric Balchunas, dass Dienstag, der 23. sehr viel Sinn ergeben würde, weil sich die SEC endlich wieder bei den Emittenten gemeldet und sie gebeten hat, die endgültigen S1-Formulare am Mittwoch inklusive Gebühren zurückzuholen. Zu senden, was bedeuten würde, eine Wirksamkeit am Montag nach Börsenschluss und die Einführung eben am Dienstag, den 23.07. Zum anderen haben wir aber auch die News, dass die SEC mindestens 3 Vermögensverwaltern eine vorläufige Genehmigung für den Start am 23. erteilt habe. Ich weiß, am Ende kann natürlich wieder wie immer alles passieren, aber es sieht jetzt wirklich so aus, als hätte man den 23.07. als Datum im Visier. Und während der Retailmarkt gar nicht so aufgeregt ist, gibt es von den großen Institutionen wie Citi aber schon die ersten großen Prognosen, wie beispielsweise diese hier, dass in den ersten 6 Monaten bis zu 5,4 Milliarden US-Dollar in die Ethereum Spot ETFs fließen könnten. Zum Schluss, wie versprochen, aber noch das Thema XRP. Der Kurs von XRP stieg nämlich allein in dieser Woche schon um über 35%. Und das liegt vor allem daran, dass die SEC auf ihrer Webseite bekannt gab, dass am kommenden Donnerstag, das heißt morgen, ein Meeting hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Und zu den Diskussionspunkten auf der Tagesordnung gehört die in Anführungsstrichen Beilegung oder das Settlement von Rechtsstreitigkeiten. Und natürlich hat die gesamte XRP-Community angefangen darüber zu spekulieren, dass das jetzt endlich das Ende im Fall Ripple versus die SEC bedeutet. Was das Ganze dann aber noch viel realistischer gemacht hat, ist die Aussage vom Ambassador der Kryptobörse BitTrue, Brad Hill, Zitat, zuverlässige Quellen haben uns informiert, dass dieses Treffen im Zusammenhang mit den Ripple versus SEC-Resolutionen und dem Abschluss des Gerichtsverfahrens steht. Am Ende liegt
liegt es natürlich nicht an der SEC, sondern am Gericht, dass dieser Fall endlich geschlossen wird, aber die ersten oder auch sogar Seiten wie zum Beispiel BTC Echo schreiben, die Frage zumindest, gewinnt Ripple jetzt gegen die SEC, und die Spekulationen über das alles haben halt gereicht, um den Preis jetzt schon um 35% nach oben zu schieben. Damit seid ihr, was die aktuellsten Entwicklungen angeht, wirklich auf dem neuesten Stand. Das Video heute mal, glaube ich, etwas länger als 10 Minuten, waren aber auch wirklich viele wichtige Sachen mit drin. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Euch einen schönen restlichen Mittwoch, bis zum nächsten Mal.